ABBA ist zurück und klingt wie eh und je. Die neuen Lieder scheinen die Vergänglichkeit zu besiegen. Der ABBA-Zauber wirkt immer noch nach mehr als 40 Jahren. Do, 1974, Waterloo, es ist der Beginn der ABBA-Mania. Weltweit verkauft die Band 400 Millionen Tonträger. ABBA-Songs sind Klassiker der Popgeschichte. Doch 1982 trennt sich die Band. Es ist nur eine Pause, aber wie lang die Pause werden sollte, das wissen wir nicht. Unfassbare 39 Jahre. Björn und Benny hatten schon lange mit einem Comeback geliebäugelt, mussten aber Agnetha und Annifried überzeugen. Erst hatten wir nur zwei Songs. Dann haben wir gesagt, dann lasst uns doch noch vier machen. Frieda und Agnetha sagten, ja. Und dann haben wir gefragt, warum dann nicht ein ganzes Album? Der erste Song war Faith in You. Glaub an dich. Ich weiß noch, als Benny das erste Mal die Melodie spielte, da war mir sofort klar, das sind wir. ABBA kommen sogar zurück auf die Bühne, allerdings nur als Avatare. Monatelang wurden die vier Musiker vermessen. 160 Spezialkameras waren im Einsatz, um das Konzert aufzuzeichnen. Es gab die Idee, dass es digitale Versionen von uns gibt, aber nun ist es möglich. Außerdem wollten wir es machen, bevor wir sterben. Popgötter quasi unsterblich. Die Für immer Jungshow startet nächstes Jahr in der eigens dafür gebauten Halle in London. Mit ABBA in 3D zurück in die Zukunft.